Okay, angenommen das Übungsszenario, Party von Jugendlichen in den Filzauen, sehr, sehr trocken in den letzten Monaten und irgendwann ist es eskaliert, die haben dann Streit in ihren Kopf, das Lagerfeuer hat sich ausgebreitet und so um 4 Uhr morgens ist dann ein Notruf abgesetzt worden und wie die ersten Feuerwehren rausgekommen sind, ist über eine Länge von 300 bis 400 Meter Wasser Vollbrand und 7 Jugendliche sind verletzt gewesen, die haben sich irgendwo versteckt, scheinbar unter Alkoholeinfluss, Angst und haben sie in diesem Bereich, der gebrannt hat, versteckt. Also wir haben insgesamt 10 Feuerwehren gehabt, 3 Landkreisübergreifend aus dem Landkreis Passau, die Feuerwehr Wolksing, Pörndorf und Kriesdorf, aus dem Landkreis Deckendorf von die Feuerwehren Oberndorf, Gergweis, Göttersdorf, Forsthardt, Galgweis natürlich und Osterhofen, mit dem Zug Osterhofen dabei. Und zur Unterstützung für die Personensuche war die Drohne aus Stephansposching mit bei, um die Personen dementsprechend zu suchen und auch zu finden. Also wir haben alle einen Bereitstellungsraum Galgweiskirche fahren lassen, weil die Großfahrzeuge, wenn falsch anfahren, bringen wir die nicht mehr raus. Die müssen dann 100 Meter, 200 Meter, 500 Meter rückwärts fahren. Und aus dem Grund sind alle am Bereitstellungsraum Galgweiskirche gefahren und der Kater Deckendorf 12.1 hat dann die Fahrzeuge abgerufen, die wir brauchen, hat können, in die engen Straßen reinzufahren und am richtigen Platz auch die Wasserentnahme und den Aufbau durchzuführen. Der Bus auch hier.
Also in dem Szenario waren ja einige Jugendliche, die ein bisschen gefeiert haben und dann aus Unsicherheit sie ein bisschen verstreut haben. Und die waren nicht aufzufinden. Und unsere Aufgabe war jetzt, diese Jugendlichen in dem entsprechenden Abschnitt aufzuspüren mit der Drohne, mit der Wärmebildkamera und die 7 Jugendlichen eben zu finden und damit andere Feuerwehren dahin zu lotsen. Die habe ich auch schon vorgehabt, aber. Kann man doch eine Kilobelastung hinkommen? Also normalerweise ist es mit der Drohne relativ gut zu sehen, wenn irgendwo Personen sind. Aufgrund der Wärmesignatur mit der Wärmebildkamera heben sie Personen sehr gut gegen den Hintergrund ab. Die Schwierigkeit da war jetzt, dass das fast bewaldetes Gebiet ist, also entsprechend Bäume waren mit einem sehr dichten Blätterdach. Und durch Blätter kann eben auch die Wärmebildkamera nicht durchsehen. Ja, ja. Und am rechten Bettel war ein Dammiwing zu. Also wenn jetzt wirklich rundherum Flammen wären, kann es sein, dass das Ganze noch schwieriger ist zu finden, weil natürlich dann rundherum die Temperatur viel höher ist und auch durch die allgemeine Lufttemperatur sich die Temperatur entsprechend angleicht. Aber die Wärmebildkamera kann auch Temperaturunterschiede von 0,1 Grad darstellen. Also man kann doch relativ gut entsprechende Abstufungen sehen. Die letzte Zeit, wenn man das verfolgt hat, die letzten Jahre, durch die ganze Trockenheit, wo wir haben die Flächenbrände und Waldbrände dementsprechend zugenommen. Wir haben auch heuer schon einige gehabt. Was ist da nochmal aber die Schwierigkeit, der Unterschied jetzt zu einer Übung?